Hallo zusammen, wir haben den 1. November. Wir haben 17:18 Uhr. Diesem Film geht es um Gold, da muss ich nämlich nicht warten bis irgendwie 17:36 Uhr. Mal ganz kurz das Gold ein bisschen längerfristig gezeigt hier von, wo ist meine Maus? Da vom 6. August 2020, das war das All-Time-High. Diese Linie habe ich jetzt, die habe ich letztes Mal schon gezogen, die habe ich jetzt einfach verlängert. Das finde ich auf den ersten Blick das Interessante. Dieser altbekannte Widerstand von 1834, der trifft sich ungefähr Mitte November mit diesem Downtrend, den wir haben aus dem August 2020. Solche Cluster hier haben oftmals so einen gewissen Magnetismus, so nach dem Motto, oh, das gucken wir mal, ob der da durchgeht oder nicht. Ich rechne damit, dass wir auf kurz oder lang diesen Trend hier sehen, diesen Punkt hier. Ich weiß nicht, ob wir ihn hier schon anschauen oder da. Ich aber so bis Mitte November. Ich glaube, es passiert noch nichts im Gold. Man muss hier nicht in einen übertriebenen Aktionismus verfallen, aber so ein paar Sachen fallen mir auf. Die letzte Bewegung, wir haben jetzt hier einen schönen Doppelboden, einmal, zweimal in dem Bereich 1720, schönen Doppelboden. Wir haben das alte High hier eben, diese 1835, nicht gesehen. Da zickt er noch ein bisschen rum. In der Zwischenzeit handeln wir jetzt hier um die 200-Tage-Linie rum, um die 10-Tage-Linie. Wir haben die 20-Tage-Linie bestätigt. Das trifft sich jetzt auch alles hier. Sieht also grundsätzlich neutral aus, aber wir haben ein kleines Verkaufssignal über den Trendfolger und ein kleines über die Stochastik. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir nochmal ein bisschen hier runtergehen. Am liebsten wäre mir die 1750. Aber Börse ist kein Wunschkonzert. 1750 wäre ideal. Und dann diesen Angriff zu machen hier oben auf den Trend. Was ich jetzt mache, ist noch nicht, also nicht hier um 17:20 Uhr kaufe ich jetzt hier mal nichts, aber wenn wir nochmal so auf die Eröffnung von heute gehen, 1780 rum, dann würde ich die ersten 10% kaufen wollen, des Scheines, den ich gleich vorstellen werde, und dann alle 15 Punkte runter, um dann zu schauen, dass wir hier am unteren Band, beziehungsweise an diesem kleinen Chart-Support, so 1745, dass dann die Position voll ist. Dann habe ich einen Schnitt, der müsste ungefähr liegen, so bei 1758 zu 60, ganz grob. Dann sind wir irgendwann hier in der nächsten Woche, also idealerweise hier. Und dann will ich mir das anschauen. Den Stop kann ich nämlich direkt hier unten drunter legen, aber ich nehme keinen K.O.-Schein, der seinen K.O. hier direkt drunter hat. Ich gehe eine Etage tiefer, ich gehe unter die 1678. Also grundsätzlich, ich mag das Gold, bevor ich euch den Schein hier zeige. Ich finde, diese schnellen Abwärtsbewegungen, die kontert der zwar langsamer, was nicht so Vorteil ist, aber langsamer, aber er kontert sie immer wieder aus. Kommt wieder so ein Ding. Wird immer wieder ausgekontert. Ja. Hatten wir hier auch, zack, ein Tag ging es hoch. Also ich mag das, ich finde, das baut eine gewisse Stabilität auf. Den Schein, den ich euch mitgebracht habe, das ist der hier, 1670. Da liegen wir also hier drunter. Unter diesen März-Tiefs. Das ist auch ein Doppelboden. 1670. Das ist momentan ein 14er Hebel. Ich mache das mal hier so ein bisschen höher, dass man es besser sieht. Im Moment ein 14er Hebel. Natürlich, wenn wir ein bisschen weiter runter gehen, wird er dementsprechend höher. 1670 ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GX4 P56. Also da fange ich irgendwann so in 10 Dollar nach unten, sprich so um die 1780 fange ich an, den zu kaufen. Rechne und hoffe allerdings, dass es noch ein bisschen weiter runter geht. Deswegen, ich gehe da erst mit diesen Schnüffelstücken rein, damit ich den Markt ein bisschen besser fühlen kann. Und diese Schnüffelstücke werden nur 10% der zu erwartenden Gesamtposition sein. So möchte ich es mal formulieren. Ich mag es. Ein Put nenne ich diesmal gar nicht, weil muss ich ja nicht immer machen, oder? Also ich mach's diesmal nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.